Nee, es macht mir keine Angst. Am Anfang doch, weil es gibt so viele Informationen, dass du, jeder ruft dich an, was denkst du dazu? Hast du es schon? Weißt du, das wird immer schlimmer mit den Medien auch, weil alles kommt raus und dann nimmst du alles da rüber. Deine Mutter ruft dich an und weiß gar nicht, wie es weitergeht. Das sind natürlich Momente, dass du selbst auch Angst hast, aber jetzt muss ich sagen, nach ein paar Wochen habe ich dafür keine Angst dafür. Wir gehen das einfach an. Wir hören zu, was die Leute uns vorgeben, was die Regeln sind. Und ich habe Vertrauen in die Leute, auch in die Leute in Deutschland und in Holland. Von da aus sehe ich da kein Problem. Natürlich ist es auch gesund, da über Nacht zu denken. Aber die erste Sorge geht natürlich um die Leute, die du täglich siehst. Und natürlich ist das mit den Vereinen jetzt, was mir vor allem leid tut, sind die Leute, die natürlich zu Hause jetzt arbeiten mussten oder überhaupt nicht arbeiten können. Wie geht es weiter wie verdienen die weiter Geld? Darüber denkst du nachher, klar, das ist normal. Aber ich glaube, dass die Leute auch in dem Verein bei uns jetzt da sehr gut über nachdenken und mit einer richtig guten Entscheidung kommen, dass wir. Da würde wenigstens über nachgedacht, über die Leute. Und das finde ich richtig gut, muss ich sagen, bei Eintracht Frankfurt. Und wir haben da auch schon mit der Mannschaft über geredet. Und das ist nicht eine Entscheidung, wo du sofort mitkommst, aber wir wollen natürlich, dass es jeder auch gut geht und nicht nur die Fußballer, aber jeder. Natürlich wichtig, weil ich will Fußball spielen. Ich will Fußball spielen. Das ist mein Job. Und am liebsten würde ich dann wieder im Mai anfangen, ja, weil wenn du immer lange warten musst, dann hast du keine Sicherheit. Von da aus gefällt mir das. Möchte ich gerne im Mai wieder losballern. Ich bin Fußballer geworden, weil ich mit Fans spielen will. Das ist immer ein Traum von mir gewesen, dass du ein Tor machst und dass du zusammen mit den Fans da jubelst. Aber jetzt geht es einfach nicht. Ich glaube, das ist jetzt eine richtig gute Entscheidung und ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Saison noch zum Ende spielen. Und es gibt noch 10 Spiele. Ich habe auch mit Freddy Bobic darüber geredet. Der hat auch gesagt, dass es für den Verein ganz wichtig ist, dass wir den Saison noch fertig spielen. Ich habe erst gedacht, fertig mit den Saison. Ich will erst jetzt, dass keiner mehr krank wird und so. Aber wenn du dann solche Sachen hörst, dann weißt du auch, was das für eine Bedeutung hat, dass man den Saison einfach fertig spielen muss. Und ich bin damit einverstanden. Ich will den Saison fertig spielen und leider denn auch ohne Fans. Ich meine, wenn du den Spiel gegen Basel anschaust, die wir hier zu Hause mit 3-0 verlieren, die verlieren wir nie ins Leben mit 3-0 mit unseren Fans. Da bin ich mir sicher. Das ist anders. Das ist anders und das ist auch absolut nicht dasjenige, was ich am liebsten mache. Aber die Situation ist so und wir müssen als Mannschaft dann auch, wenn das wieder so anfängt, gut darüber reden. Und dann ist es auch mal fertig, die Frage, weil dann geht es einfach los. Und da würde es wieder eine Zeit geben, dass es wieder Fans gibt. Zum Glück, den Tag würde jeder froh sein, glaube ich. Und bis dann müssen wir aufhören zu labern, über das nicht schön ist, weil mit den Situationen, die jetzt herrscht, ist das, glaube ich, nicht das Wichtigste.